Hallo, grüß euch, Sascha Ladurner, bin Tiroler und habe kein Bier gekriegt. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen über Brandbuilding, Storytelling für Kleinstunternehmen, Einzelunternehmer. Ich glaube, es sind ein paar Unternehmer auch da und was nicht, schauen wir mal, da was funktioniert. Tada! Kommt was. Also ich habe eine Firma, die heißt QuickDraw, das ist ein Medienunternehmen, wo wir uns eigentlich hauptsächlich mit Corporate Publishing, Corporate Media beschäftigen. Und wir haben aber irgendwie aus dem Wissen heraus, dass kleine Unternehmer, Kleinstunternehmer auch ein Recht haben sollten auf eine eigene Marke und auf ein anständiges Branding, ein neues Produkt auf den Markt geworfen, eigentlich jetzt niegelnagelneu, gibt es seit Mai. Wir haben jetzt einmal so ein halbes Jahr mit Pilotkunden herumgetestet und haben da versucht, eine Briefing-Geschichte ein bisschen zu vereinheitlichen, zu standardisieren. Und so, wo muss ich da drücken? Da, da. So, ja, jetzt kommt die ganze Selbstbeweihräucherung über mich, tralala, 1973 in Tirol geboren, 25 Jahre in der Medienbranche tätig, Superstar, alles, was dazugehört. Das erspare ich euch jetzt ein bisschen. Die TG7 habe ich deswegen eigentlich draufgetan, weil da bin ich Partner und da kommt danach noch eigentlich der einzig wirklich spannende Vortrag heute über die Datenschutzgrundverordnung noch. Der ist wirklich super. Und das machen wir im Normalfall. Das heißt, wir machen viele Medien, Magazine, Newsletter, Blogs, Podcasts, machen aber auch die Content-Generierung und die Storytelling. Wir bauen Stakeholder-Matrix auf. Das heißt, es klingt immer alles cool, weil in der Werbung muss man ja allem schräge Namen geben. Das heißt nichts anderes. Wir machen Verteilerlisten und schauen, dass das dort ankommt, bei den Leuten, wo es gefragt ist. Wobei das manchmal ein bisschen schwieriger ist, manchmal einfacher, wenn es halt Kundenmagazin ist. Dann ist das einfach, dann kriegen sie einfach alle Kunden aus der Datei, das stellt uns der Kunde zur Verfügung. Wir haben aber auch Kunden aus der Tabakbranche, aus der Pharmabranche, da ist das manchmal ein bisschen schwieriger, da muss man an politische Entscheidungsträger oder einen Entscheidungsträger aus der Gesundheitsbranche herantreten und so. Auch das stellen wir Kontakte her, bauen das auf, dass das dort ankommt. Ja, das ist unser Kerngeschäft. Und daraus heraus entwickelt sich eben auch dieses neue Produkt. Und bevor ich jetzt da wirklich mit euch anfangen möchte, ich euch auf eine kleine Reise mitnehmen. Ich bin ja an sich Bergsteiger und Kletterer. Und da gibt es dann so einen Leitsatz, den finde ich als Unternehmer und auch als Bergsteiger ganz, ganz wichtig. Da heißt wirklich, oben bist du nie. Reinhard Karl hat das einmal gesagt. Reinhard Karl war der erste Deutsche am Mount Everest. Der ist 1978 mit der Expedition mitgegangen, wo da Reinhold Messner und der Peter Havel das erste Mal ohne Sauerstoff den Everest bestiegen haben. Und war dort als Fotograf eigentlich engagiert und ist aber auch begnadeter Philosoph und so in meiner Generation, so die in den 80er Jahren irgendwie aufgewachsen sind, auch sowas wie der heimliche Held in der Bergsteigerszene gewesen. Wie alle guten Bergsteiger hat er einen relativ frühen Heldentod gefunden, Joe Yu, ein paar Jahre später. Und ja, also dieses Zitat begleitet mich eigentlich so ein Leben lang, weil es einfach immer das ist, auch als Unternehmer, dieses Denken, also wirklich oben bist du nie. Es geht immer, du hast ein Ziel, du kommst auf einen Gipfel an, aber du musst auch irgendwann wieder ins Tal, weil, ja, es geht nicht anders. Und du musst auch wieder eine Talsohle durchschreiten, wenn du wieder irgendwas Neues machen willst. Das ist im Leben so, das ist beim Bergsteigen so und das ist als Unternehmer ganz besonders so. So. Und jetzt möchte ich euch einfach mal so schauen und fragen, wie das ist. Ich weiß nicht, Bergsteiger werden jetzt da nicht viele da sein, gell? Schätze ich mal. Naja, habe ich mir schon gedacht. Kennt den Berg wer? Nein, das ist ja schon ein ganz guter Ansatz. Nein, das ist der Mont Blanc, das ist Europas höchster Berg. Ja, ja. Hätte ich mir jetzt gedacht, den kennt's. Na? Fast, ist die Tofu-Spitze. Ja. Gut, also es ist kein österreichischer Berg dabei, sage ich euch gleich. Es sind alles relativ hohe Berge. Ja, also wir reden da von echten Bergen und nicht von. Also es kennen wir jetzt da nicht der Kahlenberg. Den kennt man vielleicht.
auch nicht ganz, das Nordend, das ist in der Schweiz. Ziemlich cooler Berg zum Besteigen und gar nicht so schwierig. Also, wer ein bisschen Kondition hat, schafft den. Den jetzt? Auch nicht, oder? Naja, haben wir schon gedacht. Zum Steinspitzen, gibt es ja nicht, dass das keiner kennt. Nächster. Liskam-Ostgipfel. So, der nächste ist super. Das ist die höchstgelegene Berghütte Europas, auf über 4.500 Meter. Da geht die Hütten über den Gipfel auf. Also, wenn ich da bei der Tier unten aufgehe, habe ich nur mehr 5 Meter, 5 Höhenmeter zu machen auf dem Gipfel. Das ist echt super. Nie gehört. Das ist die Signalkuppe. Alles in der Schweiz. Also, teilweise im Grenzgebiet zu Italien, Frankreich, also alles so Westschweiz eigentlich. Ja, finde ich schon einen Affront, dass der Kahlenberg Berg heißt. Oh, das ist ein anderes Thema. So, jetzt noch eins sage ich euch, wenn ihr den nicht kennt, dann lassen wir es. Das ist auch nicht. Das ist kein Westgipfel. Jetzt habe ich euch den Ostgipfel schon gezeigt, jetzt haben wir gedacht, den da ratet vielleicht. Aber gut. So, jetzt eine letzte Chance noch. Das Matterhorn. Endlich. Ein Berg, den man kennt, das Matterhorn, 4.478 Meter. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und jetzt frage ich mich, jetzt alle Berge, die ich euch gezeigt habe, waren höher, waren größer. Die habt ihr alle nicht kennt, nicht einmal den Mont Blanc, den höchsten Berg Europas, habt ihr erkannt. Gell? Und den depperten Steinerhaufen da kennt jeder. Ja. Genau, der ist irre markant, gell? Den kennt man einfach, der schaut aus und da gibt es irgendwelche Berge in China und dann sagt man, das ist das Matterhorn von China. Es ist aber immer das Matterhorn. Der schafft es noch nicht einmal unter die 10 höchsten Gipfel in Europa, ist der 12. höchste Gipfel. Ich meine, wenn ich jetzt jemanden frage, der fußballaffin ist, wer ist deutscher Meister geworden, weiß man, Bayern München. Du bist Fußballer, hast du gesagt? Bayern. Ja. Und wer ist Zwölfter geworden in der deutschen Liga? Weiß keine Sau, warum auch. Aber den 12. höchsten Gipfel von Europa, den kennt tatsächlich jeder. Den höchsten kennt man nicht. Und das ist eigentlich schon, das ist so also ein bisschen, um das es mir geht. Und um das es geht beim Brandbuilding und wenn es darum geht, eine Marke zu etablieren. Es geht nicht darum, dass ich der Größte bin. Es geht nicht darum unbedingt, dass es der schwierigste Gipfel ist. Es ist einfach ein markanter Gipfel. Woran liegt das? Einmal an ihm. Okay, da haut es irgendwie die Schriften zusammen, aber wurscht. Der Edward Whymper, das war ein Engländer, der 1865 die Erstbegehung gemacht hat. Und schon diese Erstbegehung ist einfach so mit voller Mythos und das ist aufgeladen worden. Der hat das schon in einer Nacht- und Nebelaktion, hat er sich eine Seilschaft zusammengestellt, weil er spitz gekriegt hat, dass von der italienischen Seite heraus jemand anderer diese Erstbesteigung auch machen wollte und hat sich dann zwei Bergführer aus Zermatt geholt und ist mit ein paar von seinen Freunden, sogar mit dem Reverend Charles Hudson, also hat sich sogar den göttlichen Beistand geholt, um diese Erstbesteigung zu machen, hat das dann auch geschafft. Ist tatsächlich einen knappen Tag vor seinem Wiederbau von Italien aufgebrochen ist, losgegangen, ist am Gipfel angekommen und am Abstieg hat er gleich 4 von den 8 in den Tod gestürzt. Also da war die Erstbegehung war einfach schon voll dramatisch. 4 Tote und einer von den Bergführern sogar dabei, was in Zermatt natürlich ein Mordsdrama war. Und ja, es waren einfach ja, mythisch aufgeladen vom ersten Tag weg, dieser Berg. Und dann gibt es natürlich noch unseren Freund Reinhold Messner. Was nicht, die Eltern unter uns erinnern sich vielleicht noch an diese Fernsehserie Verstehen Sie Spaß? Kennt der eine oder andere noch? Die legendärste Episode wahrscheinlich die, wo man auf das Matterhorn hinauf einen Kiosk gebaut hat mit Souvenirs und irgendwelcher Klatschpresse. Und der Reinhold Messner, den hat man mit irgendeinem Vorwand da aufgelockt, der muss da aufsteigen, ist dort dann angekommen und hat einen legendären Auszucker bekommen. Weil das einfach, ja, boah, Wahnsinn, oder? Also da oben und das war natürlich, und dann hat man noch, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der Moderator geheißen hat, mit dem Hubschrauber abgeseilt, dorthin zu ihm, dass der den dann wieder beruhigt und so. Also das war einfach, also heute noch die wahrscheinlich bekannteste Episode von dieser Serie. Und alles das verbindet man immer noch mit dem Matterhorn.
Oder auch das, die Toblerone. Jeder kennt die Toblerone heutzutage. Und die ist tatsächlich dem Matterhorn nachempfunden worden. Also um das Matterhorn dreht sich wahnsinnig viel. Der Begriff Matterhorn ist übrigens geschützt, auch markenrechtlich. Das Motiv vom Berg nicht, deswegen kann man es auch immer wieder als Werbesujet und so weiter verwenden. Und ja, sogar Schokolade wird gemacht. Ja, und es gibt sogar eine deutsche rechtspopulistische Partei, die das Matterhorn als Werbeslogan hernimmt unter dem Motto, hol dir dein Land zurück. Da frage ich mich natürlich, entweder haben sie nichts gelernt nach dem 45er Jahr oder sie sind einfach brutal schlecht in Geografie. Ich kann das nicht hundertprozentig abschätzen, an was es liegt, aber also sogar für so einen Blödsinn muss das arme Matterhorn herhalten. Und das wird einfach, ja, jeder kennt es und das ist es. Und jeder hat das Recht auf seine eigene Brand. So wie das Matterhorn dasteht, so bin ich persönlich der Meinung, sollte jedes Unternehmen, und zwar auch jeder Einzelunternehmer, jedes kleine Unternehmen, ein Recht haben, seine eigene Brand zu kreieren. Er soll herausstechen, er soll seine Nische finden, er soll zeigen, dass er was kann und dass er richtig gut ist. Und dazu muss er halt, ja, ein bisschen mehr tun vielleicht als wie der Mitbewerber. Er muss sich anständig positionieren. Das heißt, er muss einfach schauen, dass er irgendwo ist, wo man auch sieht. So wie das Matterhorn da steht, links und rechts kann der Gipfel. Dadurch fällt er natürlich extrem auf. Und er muss halt seine ganze Story, seine ganze Unternehmensgeschichte einfach aufladen mit ein bisschen Emotion. Story machen draus. Storytelling nennt man das so schön. Wir haben eine super Texterin da, die das glaube ich auch weiß, Jutta, du kannst mir da nicht mehr einmal daran nur beipflichten. Stories, Geschichten, die man rund um ein Unternehmen schreibt, sind das A und O, weil das dann wollen die Leute haben, wenn ich kann euch jetzt da hergehen und kann euch über irgendwas erzählen, ja, wir machen die total die supere Grafik und das ist eh alles voll cool. Ja. Aber das ist halt wenig emotional, das wird euch wenig interessieren. Gell? Wenn ich aber da stehe und sage, ja, und dann hat das Matterhorn bestiegen und dann die Lawine kommen und dann sind wir bis daheim im Schnee gestanden, haben wir 4 Stunden den Schnee weggefressen, dass wir uns wieder rauskommen. Das ist vielleicht nicht alles ganz wahr, gell? Oder das ist ein bisschen übertrieben. Aber es ist viel unterhaltsamer und die Leute wollen das hören. Die Leute wollen eine Story hören. Gell? Der Seth Godin, glaube ich, hat das irgendwie mal so ein tolles Buch geschrieben, Every Marketing is a Liar. Und hat dann das Liar so irgendwie durchgestrichen und hat dann draufgeschrieben, Every Marketer ist ein Storyteller. Storyteller ist auf Deutsch sowas, was man in der Geschichte drucken, ganz genau. Nichts anderes sind wir. Wir erzählen heiße Luft, aber wir erzählen keine Unwahrheiten. Wir versuchen es tunlichst, Unwahrheiten zu verheimlichen. Oder sagen wir so, oder die schlechten Sachen ein bisschen unter den Tisch zu kehren und mit den Sachen nach außen zu gehen, die cool sind, die gut sind. Und das solltet ihr euch als Unternehmer einfach auch auf die Fahnen schreiben. Sagt, wo es gut seid. Weil das ist das Wichtigste. Und was wir machen mit New Dress ist das Motto, make your company look like a big brand. Es geht eben, und weil er gesagt hat vorher Herrenausstatter, es kommt eben, wir haben uns tatsächlich die Herrenausstatter als Vorbild genommen. Die Grundidee dahinter war eben so quasi, man hat eigentlich so die Möglichkeit als Unternehmer, man geht aus ein bisschen und sagt, ja, ich kaufe irgendwas von der Stange, wenn ich gar kein Geld habe, dann gehe ich halt zum H&M oder zum C&A und kaufe mir irgendeinen Anzug mit Kinderarbeit, aber da drücke ich jetzt die Anzug, das mache ich halt, kann man nicht mehr leisten. Im Design ist das halt dann keine Ahnung, dann gehe ich halt auf Fiverr und kaufe mir halt um 50 oder um 100 Euro ein Logo. Das geht schon, kann funktionieren, muss man halt dann klar sein, da bin ich halt nicht unikat. Das haben halt wahrscheinlich 500 andere irgendwo auch noch, jetzt vielleicht nicht gerade in Wien, aber in Innsbruck kann es schon passieren, dass es einer hat. Und in Deutschland ganz sicher und in den USA haben es wahrscheinlich 30 das gleiche Logo, nur halt mit einem anderen Firmennamen drunter stehen. Ja, kann man jetzt vielleicht wurscht sein, wenn ich, sage ich es mal ganz blöd, ich weiß es nicht, irgendein Versicherungsmakler bin, wo ich eh von der Unika bedient wäre oder so irgendwas. Wenn ich aber mit irgendwas, mit einer super Idee habe oder wenn ich eine App programmiere oder wenn ich meine eigene Coding School aufbaue, dann muss ich mich irgendwo abheben vielleicht von einem Mitbewerber und sollte vielleicht sagen, okay, wir sind unique, wir sind was Besonderes. Gell? Und der Trend eben geht ja auch dorthin, dass man halt sagt, man lässt sich seinen Anzug schneidern, weil es in der Zwischenzeit eben Modelle gibt,
wir Schneider in der Lage sein, einen Maßanzug zu machen, der nicht mehr viel mehr kostet als wie ein Modell von der Stange. Und heute kann ich zu unserem Herrenausstatter gehen und der macht mir wirklich um ein paar hundert Euro einen Anzug und der kostet auf keinen Fall mehr, als wenn ich zum Beck und Kloppenburg gehe, mir irgendeinen Hugo Boss Anzug oder sonst was kaufe. Und dann habe ich aber einen, der passt mir. Da kann ich sagen, nein, ich will eine Doppelreihe, ich will extra Taschen oder ich brauche Taschen für meinen Kopfhörer noch extra oder so irgendwas drinnen. Das macht man der dann. Und das sind die Kleinigkeiten, die eben wirklich das Spezielle ausmachen. Und die Vision, die wir da haben von der ganzen Idee her, ist, es soll niemand nur deshalb scheitern, weil es ihm nicht gelungen ist, sich aus der Masse hervorzuheben. Ich kann das nicht mehr hören, wenn irgendeiner sagt, wow, ja, und wir haben alles so super gewesen, aber wir sind total untergegangen. Wir waren auf einer Messe, aber es ist keiner auf unseren Stand gekommen. Naja, im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Produkt einfach scheiße, dann helfen wir halt auch nicht, das muss ich auch zugeben. Es kann aber auch daran liegen, dass der ein super Produkt hat, aber er ist einfach von der Vermarktung her und vom Auftreten her nicht so gut. Und da wollen wir helfen und da können wir helfen. Wir haben, ich weiß gar nicht, was kommt denn da als nächstes? Ah ja, genau, das sehe ich schon ganz gut. Von der Idee zur Marke, das ist nämlich so der Grundgedanke, den wir dann haben. Aufgefallen ist einfach die Tatsache, es gibt immer mehr Einzelunternehmen, diese Solopreneurs, wie man sie so schön nennt, die sind unterwegs. Und für die wird es zunehmend schwerer, sich zu positionieren. Warum? Eh logisch, wir haben es schon geredet. Wenn einmal mehr Unternehmen da sind, dann buhlen auch mehr Unternehmen um die Aufmerksamkeit. Ja, okay, also es wird immer enger in diesem Karpfenteich, sage ich mal. Ja, das heißt, da muss ich schon was tun dafür, dass ich wahrgenommen werde. Und das Zweite aber ist, für so kleine Unternehmen seien aufwendige Corporate Designs, wie sie aus der klassischen Agenturarbeit heraus entstehen, schlicht und einfach zu teuer. Weil das, was wir anbieten für ein großes Unternehmen, wenn wir da irgendwie eine neue Brand schaffen oder so irgendwas, die kommen daher, die haben Budgets von einigen vielen tausend Euros. Naja, da kann ich schon leicht gescheit sein, als Agentur. Da tue ich mich leicht. Ja, das muss ich echt sagen, das ist keine Kunst. Die Kunst ist, wenn jemand daherkommt und sagt, hey, ich habe aber nur zwischen 500 und 1000 Euro maximal, aber ich brauche was. Und dann haben wir uns wirklich lange überlegt, was können wir machen? Wie können wir das machen? Wie können wir ein individuelles, leistbares Corporate Design für Ein-Personen-Unternehmen, Kleinstunternehmen und Startups auf die Füße stellen? Die Lösung war, wir bündeln das Wissen aus der Agentur und reduzieren das einfach auf das Wesentliche, weil viele Dinge, die wir normal machen, braucht ein kleines Unternehmen nicht oder braucht es zumindest nicht am Anfang. Oder, und das ist noch besser, er kann viele Dinge davon tatsächlich selber machen. Da braucht er uns nicht unbedingt dazu. Und wir haben da eine Umsetzung. Wir machen es mit einer Art Do-it-yourself oder mit geführten Workshop einfach möglich, auch mit kleinsten Budgets individuelle Lösungen zu kreieren. Die Geschichte ist im Grunde genommen so einfach wie auch naheliegend. Das, was für uns als Agentur etwas vom aufwendigsten immer ist, ist der ganze Briefing-Vorgang. Vor allem mit kleinen Unternehmen, weil die kommen rein, die reden mit uns. Und in diesem Briefing-Gespräch kommt man drauf, boah, die haben sich echt voll viel Gedanken gemacht über ihr Produkt. Die haben einen Markt. Über was sie sich nicht Gedanken gemacht haben, ist ihre Identität, die Corporate Identity. Die fehlt ihnen in 95% komplett. Die haben sich über das nie Gedanken gemacht. Die haben sich nie darüber Gedanken gemacht, wie Daten ich gern wahrgenommen werden, wenn am Stammtisch über mein Unternehmen geredet wird. Und das ist aber das, was eigentlich wichtig ist. Wie will ich in der Außenwahrnehmung dastehen? Wie soll ich als Unternehmer wahrgenommen werden? Wie sollen meine Produkte wahrgenommen werden? Das ist das Wichtige, weil daraus resultiert das visuelle Erscheinungsbild. Ein visuelles Erscheinungsbild ist nichts anderes, als wir eben das Sichtbarmachen der Werte eines Unternehmens. Nichts anderes tun wir. Das ist nicht Nuclear Science oder irgendwas. Und diese Möglichkeit, da haben wir einfach ein Tool geschaffen. Das ist eigentlich nichts anderes, als ich meine, in der heutigen super technologisierten Zeit die wahrscheinlich einfachste Lösung, die man einfach machen kann. Wir haben ein PDF auf die Füße gestellt, wo die Leute einfach, wo wir Fragen stellen, wie wir es ansonsten in einem Briefinggespräch auch machen. Und die Leute können ihre Antworten da einfach
fixfertig eintippen, können sich das ausdrucken und Sie haben eine verschriftlichte Corporate Identity drinnen. Da steht alles drinnen. Da stellen wir explizite Fragen über Schriftbilder. Es ist ein bisschen ein philosophisches Thema. Da stellen wir so dämliche Fragen auf den ersten Blick wie, wenn dein Unternehmen ein Bild wäre, wie würde es aussehen? Ja? Weil dann musst du nämlich einmal in deinem Kopf rein visualisieren, was du überhaupt sein willst als Unternehmen, wie du dastehen willst. Und diese Sachen, da sagen wir einfach, hey, weißt du was, geh auf unsere Seiten, latter das ab, füllst da aus und wenn du das hast, kannst du zu einem Grafiker gehen und wenn der ein bisschen was von seinem Geschäft versteht, kann der da mit dem was machen. Und du brauchst dich mit dem nicht mehr dreimal zusammensitzen und du brauchst den auch nicht mehr fünfmal eine Korrekturschleifen schicken. Gibt es das vielleicht auch in Blau? Oder meine allerliebste sagen, gibt es das auch in Schön? Ja, der Albtraum für jeden Grafiker. Gell? Ich habe mit meiner Oma geredet. Die findet ja Altrosa wäre viel besser. Gell? Es gibt diesen Spruch, das, und das ist eben, das kommt in dieser ganzen Geschichte dann auch um, wenn man das alles macht. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und viele Unternehmer verwechseln halt, dass sie das visuelle Erscheinungsbild, viele Dinge, die sie als Unternehmer generell machen, nicht für sich machen, sondern für denjenigen, an den sie ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen wollen. Und mit diesem Tool zwingen wir sie einfach dran, das zu machen. Wenn das jetzt einer gar nicht machen will allein, dann bietet man das an, dass wir da sagen, hey, machen wir einen Workshop und da führen wir dann wirklich innerhalb von einem Tag von der Idee zur Marke. Das heißt, wir sitzen uns in der Früh zusammen und auf Nacht geht der aus mit einem fixfertigen Logo, Corporate Design Style Sheet und kriegt sogar noch, wenn er es braucht, eine Visitenkarten-Layout oder eine Excel-Rechnung, was auch immer, das er halt dabei hat. Das machen wir an. Wir haben jetzt noch ein neues Package dazu gesetzt für so super kleine Unternehmen mit einem, wir sind jetzt so Partner von einer Webfirma, mit so einem Baukastensystem, ja, tralala, gar nicht so wichtig. Ja, das war es eigentlich im Grunde genommen. Lässige Projekte, bärige Geschichten. Das ist das, was wir eigentlich umsetzen wollen für alle. Und ja, so funktioniert unsere Geschichten. Und wem es im Übrigen interessiert, wer ein bisschen mehr wissen will über das Matterhorn oder irgendwas, wir haben eine ganz lässige Infografik gemacht. Für alle, was Ding ist. Und ich habe da auch einige mit, also die könnt ihr euch gerne mit Hand nehmen und dann im Büro aufhängen. Da sind auch die meisten 4000 da drauf, also die meisten nicht, weil es sind insgesamt, glaube ich, 280. Aber wir haben doch einige angeführt. Und es ist auch ein kleines Topo drauf, also wer vorhat, den zu besteigen, das ist der Hirnligrad, das ist die Tour von den Erstbegeher. Und in der Regel kommen 80% wieder runter. Also das geht schon. So, danke, das war's von meiner Seite. Keine Fragen? Keine Fragen, alles beantwortet. Wow. Doch eine Frage. Was wären so typische erste Fragen, die man sich dann stellen sollte, um die Identität irgendwie des Unternehmens festzumachen? ja, eine dieser Kernfragen ist ja tatsächlich dieses, wie will ich wahrgenommen werden? Also das ist eine Frage, die sich wirklich jeder Unternehmer stellen sollte. Wie will ich wahrgenommen werden als Person selber? Vor allem als bei Ein-Personen-Unternehmen ist das ja meistens eine sehr, sehr enge Verbindung. Also da ist ja meistens der Unternehmer auch das Unternehmen. Also da ist ja sehr selten, dass ich das komplett trennen kann. Und da muss ich einfach wissen, wie will ich als Unternehmer auftreten? Weil als Unternehmer bin ich nicht mehr die Privatperson. Da muss ich wirklich einmal einen Schritt auf die Seiten stehen und sagen, okay, jetzt geh einmal aus und schau mal an, was wäre für mich wichtig, wenn ich jetzt Kunde wäre? Wie würde ich jemanden wahrnehmen wollen, der mir eine solche Dienstleistung oder so ein Produkt, was er immer angeboten wird, verkauft? Und das ist eine der wichtigsten Fragen. Und dann eben auch die Frage, wie soll mein Produkt oder meine Dienstleistung wahrgenommen werden? Das ist nämlich auch eine Frage, die oft ein bisschen unterschätzt ist, weil die Leute machen irgendwas und sagen, boah, das ist super und ich habe eine Marktstudie gemacht und der Markt braucht das und sind dann ganz erstaunt, dass obwohl der Markt was braucht, der Erfolg sich nicht so einstellt, weil man dann einfach draufkommt, naja, das ist schon gut, aber ich habe es nicht richtig positioniert. Die Leute verstehen vielleicht gar nicht, um was es geht.
die erkennen das Potenzial nicht, das in meinem Produkt rein liegt und so. Und über das muss ich mir Gedanken machen. Habe jetzt praktisches Beispiel, habe jetzt ein kleines Startup-Unternehmen, die da sind, die Produkt im Lebensmittelhandel einbringen wollen, wo sie sich quasi gegen einen Weltmarktführer mit über 90% Marktanteil durchsetzen müssen, der global einfach alles erdrückt. Und die haben aber eine Möglichkeit geschaffen, ein Produkt zu schaffen, das einfach komplett auf natürlicher Basis ist und nicht mehr auf einem Erdölsubstrat, es geht um Kaugummis. Und das habe ich ja nicht gewusst. Kaugummis werden aus dem gleichen Material produziert wie Autoreifen. Da kommt nur ein Wachmacher rein und ein Weißmacher, dass der weiß ist. Und das steckt man sich im Mund und kaut. Ja? Abgesehen davon, dass der Dreck krebserregend ist oder sonst irgendwas. Aber das Schwierige bei denen ist natürlich, die müssen sich ganz genau Gedanken machen, wie positioniere ich das, wie überzeuge ich einen klassischen Kaugummi-Kauer davon, dass er jetzt etwas, das sich nicht anfühlt wie ein Kaugummi, das nicht so ausschaut wie ein Kaugummi, trotzdem als Kaugummi wahrgenommen wird. Und da muss ich wahnsinnig viel Hirnschmalz einfach einstecken in so eine Geschichte. Und wenn ich da das nicht tue, am Anfang, und das ist eben das Wichtige, das muss ich am Anfang machen, dann tue ich mich hinten noch unglaublich schwer, diese Marke zu positionieren. Und deswegen ist das einfach so wichtig, finde ich, dass man sich im Vorfeld, bevor ich auf den Markt gehe, bevor ich das wirklich alles nach außen trage, sehr viel Gedanken mir einfach zu machen über das Erscheinungsbild, über die Werte, die ich vertrete, über das, was ich sein will als Unternehmen, als Unternehmer. Also nicht als Privatmensch, das kann jeder sein, wie er mag. Rede immer so viel, wenn mich einer fragt, das ist ein Wahnsinn. Gut, danke.